rum, die sieht man. Ja, ich sehe sie, habe auch drauf geschossen. Die sind voll klein. Ich habe jetzt sogar drauf geschossen. Ich dachte, sie haben einen kleinen Explosionsradius. Pascal ist ein Idiot. Ich weiß. Cheetah Pow! Daniel! Ach, die Mine ist in die Luft geflogen. Warte, ach, da ist eine. Ah, die ist voll vergraben, findest du nicht? Ja, die sieht man kaum, die ist voll klein. Ja, und die hat voll den kleinen Explosionsradius. Mieses Schwein! Cheetah Pow! Oh, unser Leben ist nicht so gut. Da ist eine Autostation. Let's replace the car, komm dann. Yeah. Quatsch, falsche Taste. wieso? Achso. Steige ein. Es sind aber noch voll so wenig gebracht. Leben. Es hat voll gebracht. Ey, es hat jetzt auf einmal Vios Zauberhand 800 Leben, siehst du? Schieß die Skanks ab. Okay, wenn du das sagst. Schwester, ich befürchte das tue, aber ich mach's halt einfach. Wir jagen jetzt Skanks, Mann. So, jetzt verstehe ich den Sinn von dem Spiel. Ich dachte, wir müssen das durchspielen, aber wir müssen Skanks jagen. Nö, also ich finde, das Durchspielen ist nicht so wichtig. Es ist Nebensache, aber wichtig ist, dass diese Skags sterben. Du hast recht. Wie konnten wir nur so blind sein? Wo ist eigentlich Brick? Brick macht Scheiße. Ach, Mine. Oh. Ich dachte, ich hätte nur entwischt. Sorry. Oh nein. Ich tue jetzt auch mal so, als ob ich nicht vorher gewarnt hätte. Oh Mensch, Pascal hat einen falschen Checkpoint aktiviert. Mann. Ja, ich bin ja gerade hochgefahren. Ja. Daniel ist gerade ein bisschen zu früh gestorben. Eine Sekunde. Echt jetzt? Ja, bin ja gerade im Checkpoint vorbeigefahren, aber er hat ihn noch nicht gezählt. Mann! Pascal macht immer alles kaputt. Ich weiß. Alles kaputt. Pascal hat alles gegeben. Der Checkpoint hat alles genommen. Ja, da, genau die da, genau, ja, Mann. Jump, yeah! Hast du gerade 2 Erfahrungspunkte dafür gekriegt, Mann. Das war bestimmt für die Rampe, ja. Ja, Mann. Mit den 2 Erfahrungspunkten können wir uns schon fast eine. Alter. Können wir uns schon fast eine Motor leisten, ey. Oh, verdammt, hier ist ein Assassine. Dazu brauchen wir gar keine Kreditkarte auf Tasche zu haben. Break, hör auf, Dinge zu tun, die den Plot advancen. Du triggerst alles. Ich hab voll vergessen, alles, dass die hier kommen. Der lügt. Der lügt. Hat alle kaputt gemacht. So eine Hure. Nein, das hat er nicht. Da ist noch eine. Eine knallharte. Eine Ruhe. Du kriegst keine Erlaubnis zum Rückzug. Sie ist einfach verbrannt. Mensch, wieder die gleiche Scheiße, Mann. Wir haben nicht mal was gemacht. Ja, jetzt fangst du ja schon an, sich selbst den Feuer anzuzünden. Jetzt löst sie sich wieder auf. Das wäre ja ganz komisch. Also wenn wir anfangen, sich aufzulösen. Ich meine, stell dir mal vor, was macht Rick denn da? Hey Rick, hast du Spaß mit dem Assassin? Das war gar nicht so hart, Mann. Das war ganz cool so. Das war ganz cool, also kann man eigentlich machen. Boah, die Hera ist gestorben, weil sie sich den Kopf angestoßen hat. Sie hat sich den Kopf angestoßen, Mann. Das ist ja, voll das tut ja weh. In die Treppe rein. Das tut ja weh, Mann. Ja, aber sie wollte zeigen, was für eine coole Tussi sie ist, Mann. Das tut ja weh, wie Schwangerschaft. Sehen Sie das? Falls ja, ich hab Ihnen doch gesagt, Ihr Geld ist hier nichts mehr. Oh, du bist es. Du brauchst hier kein Geld. Schnurr. Verstehe ich. Ich will mehr. Nein. Hey, I'm gonna commit this poco.
Was soll der Scheiß, hä? Wer hat das ausgelöst? Wer hat das getriggert, hä? Welcher von euch Bastarden? Ja, genau, du. Los, komm her, Fettsack, los. Sorry wegen dem Saustall hier, aber ein gutes Kidnapping macht immer Dreck. Shane kam hier reingewalzt und hat sich Miss Athena geschnappt. Hat sich gewehrt wie eine Wilde. Die Mütze hat Krallen. Mr. Shank ist auf die Belohnung scharf, die Atlas auf Athenas hübsches Köpfchen ausgesetzt hat. Um sie wiederzukriegen, muss man einen heißen Reifen fahren. Aber zum Glück bist du da bei mir goldrichtig. Ich helf dir. Super nett. Na, bereit die Prinzessin zu retten? Ich denke schon. Fahr zu dem Knast. Ey, yo. Heldenzunge in der Nähe der Basis des Plateaus. Dort ist eine Rampe. Hat man jetzt einen Mann gebaut. Ich melde mich dann wieder. Okay. Sie meldet sich dann. Wir können jetzt eigentlich wieder. Check the booty, man. Come on, break it. Let's stroke it. Solo time. Ich bin schon weg. Du schießt dich doch vor dem Herrn. Das war ein Background-Dancer. Glaubst du, dass du es drauf hast? Komm schon. Wie es in diesem Licht aussieht. Dein Vogel. Vogel. Hat sie eine Toilette? Ja, bestimmt hier hinten. Da, da. Da war die Toilette mal. Man kann nur leider nicht mehr rein. Oh. Irgendjemand hat ein Regal davor gestellt. Ist doof. Oh Mann, das kann man zurzeit nicht machen. Was? Moxys Animation missbrauchen. Also. Weißt du noch? Ja. Weil du immer so, jetzt kam erst dann die, oder? Bis nichts mehr hat. Ja. Und dann kann man das voll missbrauchen. Das sieht doch voll lustig aus, Mann. Na gut, dann müssen wir jetzt wieder hier raus, Brick. Okay. Ich hab uns schon rausgeworfen. Du hast uns rausgeworfen, scheiße. Haben wir jetzt... Hast du mich... Hast du mich aufhält? Den Racer für eins von deinen Abenteuern. Ich hab das Digistruct ins Catch-or-Ride-System hochgeladen. Kannst ihn dir holen, wann immer du willst. Aber sei vorsichtig. Verglichen mit dem Monster ist dieses Ding so stabil wie ein Papiertaschentuch. Ich mag Papiertaschentuch. Ja, ich weiß. Und trotzdem brauche ich ihn für ein Achievement. Was? Alter, ist voll gestorben. Ja, wo du das Ding von den Crimson damit umnieten musst. Ach so. Das Achievement. Die okay, Trophäe. Die haben doch eh alle schon alle Achievements, oder? Nein, haben wir nicht. Hast du alle Achievements, oder was? Ich ja, Pascal hat ja auch alle Addons irgendwann angefangen, durchzuspielen. Ich hab nur alle okay, auf der PS3. Okay, durchgespielt hab ich sie schon länger mal. Aber ich bin nur 100%. Ich ein paar nervige, die Clap-Clap-Sachen habe ich noch nicht. So. Ich habe alle auf der PS3, aber sonst mir fehlt nur noch der Secret Endboss und die paar also Clap-Clap-Sachen, die nervigen. Fahren. Nein! Okay, das ist mir zu unsicher. Ich fahr doch lieber mit Rolando. Diese schicke Teil ist ein Racer, habe ich von meinem Söhnchen bauen lassen. Er hat genug Power unter der Haube, um die Festung zu stürmen. Also los geht's. Weißt du was, er sieht aus wie ein normales Auto mit dem Unterschied, dass er einen Heckspoiler hat. Das ist ein Racer. Ja. Yeah. Und mit mehr Power unter der Hupe. Unter der Hupe. Maxi hat auch Power Hupen. Unter den Hupen. Ja, natürlich hat sie das. Oh, mach keinen Revis, bitte. Okay. Tut mir leid. Ich will vergessen, dass das nicht Brick ist. Uncool. Jetzt müssen wir wieder zurück, oder? Also, die andere Seite von T-Bone Challenge. Ja, das ist doch hier so eine Hin- und Herfahrerei, dieses Addon. Das wäre ein gutes Addon, wenn das nicht wäre, wenn du nicht die ganze Zeit von A nach B kurven würdest. Aber Daniel, eben jetzt nicht von A nach B zu kurven. Und dabei von Straßensperren aufgehalten zu werden, dir zwingen auszusteigen und uns in unnötige langgezogene Kämpfe stecken. Ja,
bis sie irgendwann keinen Bock haben und da versuchen durchzurennen und 10.000 Mal sterben. Vor allen Dingen später, im späteren Spielverlauf fährst du auf dem Hinweg durch die Straßensperre, ist gar nichts, und im Rückweg ist alles wieder aufgebaut. So, okay, ja, fickt euch. Wir haben jetzt genau eine halbe Minute Zeit, um alles aufzubauen. Und das reicht uns. Und jetzt haben wir eine neue Befestigung aufgebaut. Die habt ihr zwar schon mal kaputt gemacht, aber sie ist wieder aufgebaut und sieht genauso aus wie vorher, die Befestigung. Wuhu! Gone with the Razor! Ach Mensch, Pascal macht schon wieder Unwetter. Warte, wir müssen hier so ein Ding kaputt machen. Nicht? Hier so was. Warte, der steckt fest. Lass den noch kaputt machen. Nein, scheiße, der steckt nicht mehr fest. Nein, Frick! Nein! Scheiße, Lance Robo. Help. Wäre Brick nicht gewesen, hätten wir das hinten. Dreckiges Stück Scheiße! Verdammt! Warte, oh nein, ich kann da nicht mehr wieder. Ah, toll. Danke, ah, Brick! Geht. Ah, okay. Es geht. Ich hab. Ah, ne, wenn er wiederbelebt worden sollte, geht's ja nicht. Fucking Robos. Fucking Brick. Alter, ich hol eine Karre. Und was ist denn näher drin? Hier ja, sonst könnt ihr auch warten. Ich bin gleich dort, dann können wir weitergehen. Na, ich will eine Karre haben, Mann! Ja, ich dann auch weiterfahren, Mann, wir hätten so ein Crimson-Auto kaputt machen können, aber du hast alles kaputt gemacht. Also du hast quasi kaputt gemacht, dass wir kaputt gemacht haben, verstehst du? Ja. Nein. Und dann meint er hat geholfen. Geholfen. So ein Faggot Brick. Schauen wir unsere Füße. So ein Faggot bist du. Habt ihr euer Auto? Ja, ich hab eins. Oh, du hast das. Dann geh ich weiter. Und nun aber ein Monster. Hä? Ja? Ist egal. Ein Razor, Mann. Wir brauchen ihn erst später. Halt die Klappe. Ja, mit dem Razor ist man schneller und eigentlich. Ja, stimmt, warum hab ich eigentlich. Hey, tausch mit mir! Wechsel! Lass uns wechseln! Wie ist denn der Wechsel? Wie ist der Wechsel mit. Das reicht! Wir tauschen die Plätze! Das reicht! Wir tauschen die Sitze! Nein! Nein! Du schießt Scheiße! Lass uns tauschen. Er beleidigt mich. Du schießt Scheiße. Ja. Das den haben wir ja vergessen. Wir tauschen die Sitze. Lass uns tauschen. Sorry, Marcus. Das reicht. Wir tauschen die Sitze. Lass uns tauschen. Eine Sorge. Du schießt Scheiße. Ist der 13. wichtigste Planet in unserem Leben. Hi, Marcus. Oh, ich hab schön eingepackt, ne? Richtig schön. Ey, Markus, was ab? Hey, oh nein. Oh nein! Oh nein! Nein! Ich verwischte das Gehirn! Pascal! Ha? Wieso? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ey. Wenn ich ja wüsste, dass das hier alles wäre. Aber ist es ja nicht. Scheiße! Alle Scheiße! Pascal, was ist denn mit dir? Bist du noch nicht drüben? Ich dachte, Pascal triggert das jetzt, Mann. Nein, Pascal ist viel lieber beschäftigt, da unten irgendwo rumzufahren. Warum bin ich jetzt gestorben? Ach, man darf nicht mehr zurück in die Mitte fahren, okay. Das ist was Neues für mich. Selbst schuld, Mann, selbst schuld. Hast du gut gemacht, du. Können Leute wie dich hier nicht leiden. Und klauen unsere Jobs. What the fuck? Ja, ich hab ein Auto geholt. Klauen unsere Jobs! Ich meine, da holt er sich ein Auto. Dann klaut er unser Job. Klaut er einfach unser Job, während er das Auto holt. Faggot, hier. Das halte ich von deinem Wagen. Das halte ich von dir. Scheiße.
von den Fragen, die ich riskiere? Erstens finde ich dich süß. Und zweitens hat es mir das Geschäft vermiest, als Atlas Pandora besetzt hat. Als ihr hier Rabatz gemacht habt, sind die Leute in meinen Club geströmt, wie der Schnaps durch die Leber von meinem zweiten Mann. Jetzt, wo die Lens den Highway sperren, ist für mich Feierabend. Und da kommt ihr weiter ins Spiel. Das ist jetzt scheiße. Das ist alles Break schuld. Mann, Break. Weil der einfach scheiße machen muss. Wir holen uns jetzt einen Racer und dann machen wir so ein Ding kaputt. Okay. Wir machen jetzt männliche Dinge. Ich hab die Karre. So, komm. Und dafür haben wir die Farbe blau, weil wir so männlich sind. Ja, yeah, Mann. Blau ist die männlichste Farbe überhaupt, Mann. Das war schon mal ein guter Start. Auf geht's, Mann. Machen wir die Kerle bist du, fertig, bist Mann. Du wieder da unten? Ah, ne. Da bist du. Hi. Bist Fick du wieder dich. Da unten? Fick dich, Pascal. Hier kann man sicher nicht runter. Fick dich einfach, Pascal. Fick dich.